Hallo zusammen. Schauen wir uns die Konstruktion für den Höhenschnittpunkt im Dreigang. Wir nehmen uns als Grundlage wieder irgendein spitzwinkeliges Dreieck. Ganz egal. Beschriften die Eckpunkte mit A, mit B und mit C und konstruieren in dieses Dreieck den Höhenschnittpunkt. Das ist ganz einfach, denn der Höhenschnittpunkt ist der Schnittpunkt der Höhenlinien. Die Höhenlinie steht normal auf die Seite und geht durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Normal auf die Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Normal auf die Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Das wäre die Höhe HC, weil sie auf die Seite C normal steht. Die Höhe auf die Seite A ist wieder normal auf die Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Normal auf die Seite A durch den gegenüberliegenden Eckpunkt groß A, bezeichnet mit Höhe H. A, weil sie normal auf die Seite A steht. Dann wäre ich prinzipiell schon fertig, weil die zwei Höhenlinien schneiden sich schon im Höhenschnittpunkt. Ich kann das aber noch überprüfen mit der dritten Seite, wenn ich nicht mehr in die Zeichnung zeichnen möchte, sonst wäre die Zeichnung überladen. Normal, das ist die Seite B, gegenüber vom Eckpunkt B liegt die Seite B, normal auf die Seite B durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Geht sich bei meinem Geodreieck nicht aus, muss ich ein bisschen schummeln, mit einem großen Geodreieck geht es sich aus, dass sich normal auf die Seite B lege durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Ich kann es da jetzt noch einmal herzeigen. Die Seite und die Höhe stehen normal aufeinander. Ist dann die Höhe HB. Normal auf die Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Normal auf die Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Und dort, wo sich die Höhenlinien kreuzen, treffen, ist der Höhenschnittpunkt. Alles klar?